Mag ich doch was eigentlich. Das ist nicht zum Stil. Und das ist eine Kampfmaschine. ja, achso, das war ja meine Session. Ja. Und Christina. Session Horst. Thema Docker. Wer hat sich damit schon mal so ein bisschen befasst oder ist irgendwie meint das? Okay. Wem ist gar nicht klar, was es da geht? Bei Docker? Okay. Für die ist mit Raum 1 dann eine andere Session. Für die ist mit Raum 1 eine andere Session. Sehr nett. Ja, also im Prinzip, Docker ist ein Mechanismus, der auf Linux-Containern basiert oder basiert hat und im Prinzip eine Prozessisolierung darstellt und auf der Basis im Prinzip dir die Möglichkeit bietet, relativ leichtgewichtig Applikationen, sei es eine Datenbank oder ein Webservice oder irgendwas zu hosten, ja, und im Prinzip damit eine Applikation quasi aufzuteilen. Das mal vielleicht so ein bisschen als Kontext, und es ging mit unter Linux halt schon eigentlich eh und je, diese Container-Geschichte. Und Docker hat es halt jetzt eigentlich so populär gemacht als Produkt. Und um das ganze Thema Docker hat sich eigentlich auch so ein Ökosystem entwickelt, also wie ich das im Prinzip auch orchestrieren kann, mit zum Beispiel Docker Compose, wie ich eine VM provisionieren kann, damit ich dort in der VM dann auch Docker-Container laufen lassen kann, das ist eine Docker-Maschine. Und dann im Prinzip auch, wie ich damit einen Cluster zum Beispiel aufbauen kann, über viele VMs hinweg, sodass im Prinzip aber diese vielen Einheiten im Prinzip trotzdem als eine logische Instanz erscheinen. Das wäre dann im Prinzip der Docker-Swarm. Und die Idee von Docker halt ist quasi bring your own ID quasi so mit. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, wenn mir Docker Compose gefällt, aber Docker Swarm nicht, dann kann ich im Prinzip sagen, okay, ich mache da meinen eigenen Cluster-Mechanismus. Oder wenn ich sage, diese Provisionierung von Docker Maschinen gefällt mir nicht, dann kann ich sagen, okay, ich nehme was anderes, was mir zum Beispiel Azure irgendwie mit einer eigenen Denke bereitstellen kann oder AWS oder wer auch immer im Prinzip. Aber prinzipiell bieten zum Beispiel Azure oder auch AWS oder DigitalOcean auch quasi Provider-Implementierungen für zum Beispiel Docker-Maschinen. Das heißt, ich kann mir mit Docker-Maschinen eine AWS-VM quasi provisionieren und kann die dann als Docker-Host verwenden, wo ich meine Docker-Container reinkippen kann. Das mal so zur Idee. Ich guck mal kurz und guck mal, ob ich irgendwie ins Netz komme. Was sind eigentlich so eure Frage, also die sich jetzt mit Docker schon befasst haben, was sind so eure Beweggründe, Fragestellungen in Richtung Docker eigentlich? Also prinzipiell erstmal, wie verwende ich es oder ist das eher so? Wie verwende ich es über Windows? Was wäre es gegen Gar nicht. Unter Windows gar nicht. Genau. Mit Maschinen. Microsoft hat auch gesagt, die wollen das adaptieren, dass es auch mit Windows geht. Kommt, ja, kommt ja noch. Wir haben den kleinen. 1-2 Jahre. Achso, das Design läuft auf Linux. Die kann, was, die, man für mich klang das so, als ob das schon in Beta ist. Es ist in Alpha-Lese. Alpha-Lese. Das sind Teile, die haben nicht funktionieren. Das ist noch nicht fertig. Und worauf beruht es dann auf Windows? Porsche. Also, du. Also, die Isolierung. Die Isolierung geht. Also, ich glaube schon mit Vista oder vorher schon. Da gab es ja diese virtuelle Applikation. Ja. Also du konntest, also Windows hat eine Prozessisolierung. Okay. Also du kannst dir, was weiß ich. Abdomain oder? Nee, sie virtualisieren dir sozusagen. Also du kannst eine Applikation in einer virtuellen Umgebung auf deinem Rechner einziehen. Weil es ja bis gab es ein Produkt. FB. Genau. So ja. Stimmt. Und wenn die das schon damals hatten, warum geht es dann immer noch nicht? Ich glaube, das geht immer noch, aber das ist halt... Ja, Docker ist ja mehr. Du hast dieses Differential File System, du hast die Prozessisolierung. Differential File System gibt es schon seit Windows XP Embedded. Das ist halt, aber und es ist halt noch nicht als Dienst. Also es ist nicht, sozusagen geboxt. Ne? Also es ist nicht leichtgewichtig. Also das sind ja Details, Also man, du kannst auch sagen, dann mache ich eine VM. Also warum mache ich Docker und kein VM? Geht ja um
Genau, das würde auch gehen. Das sind ja Details. Noch halt mehr. Das ist auch ein Deployment, ein Automatisierungsprozess. Ganz schön viele Tabs offen. Ich versuche gerade wieder Speicherstelle. Das heißt aber auf Azure tatsächlich habe ich die einzige Möglichkeit, ich mache eine Unix-VM und mache dann in der Unix-VM die Docker-Geschichte. Ja. Andere also Möglichkeit ist. Also mal eine Ubuntu-Kiste zum Beispiel und eine ganz normale. Ja. Ja. Also du machst eine Ubuntu-Maschine, ziehst die ganz normale Infrastructure as a Service hoch, also eine normale VM. Und dann gibt es eine Docker-Extension und dann kannst du alles mögliche wie einen Virenscanner oder sonst was nachinstallieren mit diesen Extensions. Und dann sagst du einfach hier die VM, soll bitte die Docker-Extension kriegen und dann wird Docker enabled auf der Kiste. Warte mal, ich hab's nicht verstanden. Du hast eine VM, da kommt dann. Nimmst du ein Ubuntu-VM und dann installierst du die Docker-Extension. Also Docker hat eigentlich, Docker sind zwei Komponenten, der Docker-Server und der Docker-Client. Und wenn du jetzt quasi unter Ubuntu Docker installierst über apt-get oder irgendwas, dann installiert er quasi Server und Client gleichzeitig. Wenn du jetzt unter Windows unterwegs bist, dann musst du Ubuntu Docker verwenden. Das ist quasi ein Wrapper um das ganze Thema. Der installiert dann eine Virtual Box. Und in der Virtual Box erzeugt er dann eine Ubuntu VM oder halt irgendeine VM und stellt er die dann nach außen zur Verfügung. Das Handling von unter Windows ist aber trotzdem teilweise ein bisschen scheiße. Ja, aber ich will ja in den Docker Windows Applikationen haben. Das geht nicht momentan. Also du kannst keine Windows-Anwendung in Docker laufen. Also sie wollen da ja hin. Linux, alles was sie lieben. Also Mono. Das Mantra von Docker ist ja quasi run every application anywhere. Und every application anywhere heißt, jede Applikation, die in Linux läuft, läuft in einem Docker-Container. Bums. Alles was mit Windows zu tun hat, wird erst mit Nano-Server im Prinzip dann funktionieren, weil der dann im Prinzip das gleiche Konzept unterstützt. Und den ASP.NET Docker Container, den es derzeit gibt, den er in Alp gebaut hat, das ist nichts anderes als Mond. Okay, und wann kommt der Windows Docker? Mit Windows Server 2016. Also jetzt? Nee. Also jetzt, Windows 10 sozusagen. Genau, der Nano-Server hat ja nur noch einen Footprint von 400 MB. Aber das ist doch der Windows 10 Server. Ja, das ist der jetzt, der zu Windows 10 gehört. Genau. Und der Nano. Docker. Gibt es eine Ankündigung oder ist eine Vermutung, dass die ja das wohl lesen wir auch wissen. Ich habe das nirgendwo gelesen. Ich weiß nicht, wann das kommt. Ja, kommt es out of the box mit? Du kannst jetzt eine Preview von Windows von Nano Server runterladen, aber der unterstützt jetzt noch kein Docker. Okay, das heißt, wahrscheinlich kommt dann ein Service Pack 4 für den Nano Server, der hat dann die Docker Extra. Also nee, die Finally soll es dann schon unterstützen, aber es ist ja okay. Jetzt, also die sind halt jetzt quasi. Da gibt es eine Session auf Channel 9 dazu, zu dem Thema intern arbeiten die bei Microsoft schon seit fast 10 Jahren dran, diesen Footprint von Windows Server, also sprich, die haben eigentlich mehr oder weniger nach NT Server schon angefangen, eigentlich dieses Ding versucht runterzustrippen und sind halt jetzt irgendwo an einem Punkt von 400 MB, was du dann brauchst. Das soll ja 80% weniger Neustarts brauchen, also, bei Updates und so weiter. Das also der Nano Server adressiert ja im Prinzip Azure, dass im Prinzip halt mit viel kleineren VM-Instanten im Prinzip und Verbrauch im Prinzip arbeiten können. Also in der Session ist halt so das Thema auch adressiert, was die an Gigabytes, Terabytes im Prinzip für Windows-Update nur verbrauchen jeden Monat, um ihre Server quasi in den VMs und überall aktuell zu halten. Und der Nano-Server adressiert halt genau das Thema, da im Prinzip diesen ganzen Prozess komplett zu entschlacken. Also wieder das Thema auch, so wie sie .NET Core im Prinzip halt für Azure eigentlich entwickeln, um sich da ihre Maschinen besser auslasten zu können und mehr Gewinn abwerten zu können, so adressiert halt der Server genau das gleiche Thema eigentlich. Aber es gibt keine offizielle Statement, dass es dieses Jahr noch kommt. Aber ich beobachte es auch nicht so oft. Kann auch an meinem Unvermögen liegen. Wir haben ja auch erst 2015. Stimmt. Das heißt ja 2016. Ja, aber hieß es nicht, dass das Server Core im Oktober kommt? Nein. Das Microsoft Fiskale geht dann noch länger. Und Windows 95 kam als 96, also. Das heißt, wenn der 2017 kommt, ist gut. Okay, wissen also, aber dieses Jahr kommt das Ziel. Ja, der kommt auch wieder. Ist es ja, wenn du Linux-Applikationen hast, dann würdest du sagen, es ist stabil genug und alles und sicher genug, um es jetzt auch schon in Produktion einzusetzen? Das ist halt so ein zweischneidiges Thema. Das ist ja Prozessisolierung auf Kernebene. Also es ist nicht wie Hypervisor oder sowas und von daher ist es nicht unbedingt die gleiche Sicherheit. Es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel AppArmor für Linux, wo du im Prinzip
quasi deine Prozessisolierung noch stärker absichern kannst. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich in einer klassischen Cloud, in einer Shared-Umgebung im Prinzip wirklich einsetzen würde. Also wenn du jetzt sagst, du hast eben so ein On-Premise-Szenario, wo du deine Server ownst, deine VMs, da könnte ich es mir vorstellen, aber... Ich würde es mal relativieren, ich würde keine Multitenant-Umgebung einsetzen. Ja. Also mehrere Kunden auf einer derselben Distro machen. Nee, das auf gar keinen Fall, ja. Wieso nicht? Weil die Prozesse nicht untereinander gut genug gesichert sind. Und wenn einer sich da mal richtig reinhackt und dann auf einen Prozess in den nächsten zugreifen kann, ich weiß nicht, ob das so... Also von einem Docker in den nächsten Container. Ja, von einem in einen Container geht, das wäre dann gleich so ein bisschen, dass meine Anwendung da läuft, wo seine läuft. Ja, okay. Aber was ich dann kriege... Also es ist kein Security-Feature, es ist ja... Das ist halt einfach ein Packaging-Feature. Ja, das geht ja so ein bisschen wieder Richtung, was wir gestern hatten, Microservices und wie will ich sie hosten und mit was will ich sie hosten und wie möglichst flexibel, dass wenn eine Hardware-Kiste runtergeht, dass ich das also auf einen anderen relativ schnell wetzen darf. Ja. Auf der anderen Seite ist es doch bei JoyEngine schon längst Kerngeschäftsmodell geworden, Docker-Instanzen zur Verfügung zu stellen für absolut niedrige Preise. Und hinten dran sind die ja auch technisch gesehen schon ein Stück weiter und haben sich ja schon abstrahieren können, dass darunter nicht mal mehr ein vollwertiges Linux liegen muss, wo sie sich für Docker ja die Anteile ziehen, sondern dass sie Bare Metal quasi fahren und nur noch das wirklich in den Docker-Container legen, was notwendig ist. Und damit so eine Art Mini-Nano-Linux geschaffen also haben. Also bei denen scheint es zu funktionieren. Core OS haben sie ja kam ja mit Docker raus, wo sie gesagt haben, das ist wirklich so das absolute Minimum Linux-Betriebssystem und alles, was Docker für Docker relevant ist, ist auch schon vorinstalliert. Also, dass du gleich loslegen kannst mit einem wirklich kleinen dünnen Linux. Also ich meine, wenn die es fahren und darauf Geschäftsmodell bauen, bin ich nicht ganz sicher, ob man sagen kann, eher noch nicht. Ist so ein Gefühl dann eher, oder? Ja. Ja gut, ist so ein Gefühl. Also es gibt kein Sicherheitskonzept. Um von einem Docker-Kontinent zum nächsten zu kommen, gibt es kein Konzept dagegen. Also ist es unsicher. Das ist relativ einfach. Man kann sagen, entscheiden, brauche ich die Sicherheit oder genau. Muss ich nicht. Also gibt es nicht. Das heißt, du hast da heute in einem Shared, was weiß ich, irgendwas, hast du auch keine Sicherheit drin, wenn du deine Webseite laufen lässt, dann lässt es halt laufen. Wenn das für dich okay ist, wenn du weißt, das ist in Ordnung, so what, aber es ist halt kein Konzept da. Wenn ich eine Azure-Website habe, Basic, dann bin ich auch mit mehreren auf dem Server. Genau, hast du theoretisch auch das Problem, ja. Drei statische Arten. Genau. Das ist ein grundsätzliches Objekt, das jetzt schon meine Daten. Ja. Naja, also erstmal ist der Interprozess, also der Inter-Docker-Kommunikation nicht vorgesehen, aber es hat sich auch wahrscheinlich es gibt kein Audit oder sonst irgendwas. Genau. Also mal zwischen, außer VM kannst du ja auch ausbrechen. Ja, du brauchst ja nur aus deinem Container auf einen Root-Prozess draufzugreifen und dann an einen Docker. Ich bin jetzt kein Linux-Fuzzi-Experte, aber ich glaube, das ist schon zu machen. Ja. Aber als Sicherheitslücke. Ja. Okay. Ich würde sagen, schauen wir ein bisschen was an. Also im Prinzip, Docker hat ja schon mal ein Kommandozeilen-Tool. Da gibt es mittlerweile auch von Docker, die haben irgend so ein Startup aufgekauft, das im Prinzip so eine UI gebaut hat, die ist für Windows und. Da kann ich unter OS X und unter Windows dann im Prinzip halt quasi meinen Container so ein bisschen verwalten, aber das braucht eigentlich niemand. Also im Prinzip habe ich ein Docker-Kommandozeilen-Tool, mit dem kann ich erstmal die Basis-Features verwenden. Wenn ich jetzt im Prinzip habe, was ist Docker eigentlich? Docker arbeitet nach dem Prinzip, ich habe einmal ein Image, das ich mir erzeuge. Das heißt, ich sage meine Applikation, die soll verpackt werden, quasi wie ein NuGet-Package, theoretisch. Da wird ein Image erzeugt, das wird irgendwo in eine Registry reingelegt, zum Beispiel auf den Docker-Hub. Und später sage ich, ich möchte von diesem Image quasi eine lauffähige Instanz erzeugen, also einen Container laufen lassen. Dann gibt es zum Beispiel halt den Docker Run, das heißt, ich will so ein Image erlaufen lassen. Und dann gibt es einen Demo-Container, der heißt halt Hello World. Und jetzt sagt er mir, okay, ich finde lokal quasi dieses Image nicht. Und jetzt weiß er, okay, ich muss auf den Docker Hub gucken und mir den ziehen. Und jetzt ist im Prinzip das passiert, er pullt sich, er zieht sich das Ganze von dem Docker Hub und lässt den Container laufen. Und da ist halt jetzt quasi so ein kleines Bash-Skript in dem Container drin, der halt diese Meldungen hier ausgibt. Und damit habe ich jetzt quasi so meinen ersten Container laufen lassen.
Das heißt, es war eigentlich schon relativ schnell. Und wenn ich jetzt sehen will, welche Container laufen bei mir, dann ist im Moment kein Container am Start, außer ich habe so eine eigene Registry am Laufen lokal, die ist halt aktiv. Wenn ich jetzt sagen will, welche Container gibt es auf meinem Rechner, dann sage ich Docker BS-A, dann zeigt er mir alle an. Der bekommt dann halt, wenn ich keinen Namen finde, irgendwie so lustig Namen wie Ecstatic Torvalds oder irgend sowas. Die anderen beiden Container sind so von einem Szenario, also hier ist zum Beispiel eine Postgres-Datenbank und einen Customer Service, der auf diese Datenbank zugreift. Das eine ist eine Node.js-Application. Da sehe ich dann zum Beispiel, welches Kommando ausgeführt wird und wie die Applikation zustande kommt, also node.app.js. Und das andere ist halt im Prinzip so eine Postgres-Datenbank. Und das Beispiel werden wir aber jetzt nicht hernehmen. Ich habe für die Developer Week habe ich so einen Vortrag gehalten, wie ich im Prinzip sagen kann, wie komme ich jetzt so zu einer Build-Pipeline, dass ich eigentlich diesen Container verwenden kann, um lokal quasi meine Applikation zu entwickeln, lokal die Container zu verwenden und dann später dann auch vom Jenkins den Container bauen zu lassen und dann den Container nach DigitalOcean zu deployen. Und da habe ich hier im Prinzip, ich hoffe jetzt mal, ich habe es noch irgendwie so halbwegs im Hinterkopf, ich habe hier im Prinzip eine ganz kleine Applikation, die aus zwei Komponenten besteht. Ich habe im Prinzip so einen Customer Service, also eine Node.js API mit Express. Und ich habe eine kleine Angular UI. Und was das Ding im Prinzip tut, sieht in Produktion eigentlich so aus. Also es gibt mir im Prinzip aus der API halt hier im Prinzip die Kunden raus. Und ich würde sagen, ja, wir gucken uns einfach mal an, wie das so in der Praxis passiert. Ich habe jetzt hier hier im Prinzip ist die Verzeichnisstruktur nochmal, ich habe diesen Customer Service, Customer UI und ich habe dieses Integration Project. Mit dem kann ich eben jetzt, wie gesagt, lokal testen, aber ich würde mal sagen, wir starten erstmal in diesen Jenkins-Prozess, damit wir es mal einmal gesehen haben. Wenn ich jetzt im Prinzip hergehe, habe ich hier in dem Customer Service dieses Test und meine App.js. Total simpel, also im Prinzip einfach nur eine API mit Get Customers und der gibt mir halt im Prinzip drei Objekte zurück. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich füge jetzt hier noch einen vierten hinzu, dann hätte ich jetzt quasi ein neues Feature quasi gebaut in der Realität und sage jetzt zum Beispiel, okay, da kommt jetzt noch Amazon dazu. Und wenn ich jetzt hier in den Customer Service reingehe, dann möchte ich das halt jetzt einfach hinzufügen und sage, und dann gehe ich her und sage, ich pushe das auf Master. Und was jetzt im Prinzip passiert ist, dass ich hier so einen Demo-Jenkins habe. Und habt ihr jetzt gesehen kurz, er hat jetzt hier den Bild angetriggert mit dem Commit. Das wäre jetzt im Prinzip der erste Schritt. Und das wäre im Prinzip dieser Customer Service Build Prozess. Und da können wir uns mal diese Build-Definition anschauen. Der bereitet jetzt da im Prinzip vor sich hin und lässt irgendwelche Tests laufen. Das sehen wir jetzt auch gleich. So, der ist jetzt fehlgeschlagen. Warum ist der fehlgeschlagen? Weil ich hier ein Testscript habe, das mir hier eine Test.js ausführt. Und die Test.js sagt, ich expecte hier bei get drei Objekte und ja, das wäre im Prinzip so mein API-Unit-Test oder irgendwas erstmal. Das heißt, der ist jetzt fehlgeschlagen. Und damit läuft jetzt die Build-Pipeline am Jenkins auch nicht weiter. Also die Builds triggern sich gegenseitig dann auch an oder werden getriggert. Das heißt, ich muss jetzt hier im Prinzip meinen Test fixen. Und würde hier sagen, okay, das hier. Wenn man so erwartet. Fixst du mal den Test? Ja. Du musst den Test fixen, das hört sich cool an. Fehler, ich mache im Morg oder im Test. Genau. Ja, das ist explizit. Also ich habe ja irgendein Feature jetzt verändert oder das Feature gebrochen. Entsprechend müsste ich halt den Test nachziehen. Okay. Jetzt gehe ich wieder her. Sag wieder. Ich drücke den Bild nochmal neu an.
Und ich würde sagen, wir gucken mal, solange er jetzt im Hintergrund baut und da jetzt eigentlich auch schon mal erstmal den ersten Schritt erfolgreich schafft, gucken wir uns mal diese Bildschirmdefinition an, was er hier eigentlich tut. Weil ich weiß es selber nur. Ich will es euch ja zeigen. Das ist eine relativ kleine Instanz, der braucht ein Weilchen. Okay, und was macht der jetzt im Prinzip? Der wird angetriggert durch einen Webhook aus dem Git-Repository. Das Git-Repository ist eine GitLab-Instanz, also es ist kein GitHub oder so, sondern ist halt quasi so ein On-Premise-Git-Server. Was tut das Ding jetzt hier eigentlich, wenn er sich den Code ausgecheckt hat? Er macht einen NPM-Install, also weil es eine Node-Applikation ist, und das ist dann im Prinzip mit NPM-Test, dieses Test-Skript laufen. Das hat er angetriggert und dann gibt er, das haben wir hier gesehen in dieser Testdefinition, gibt er hier mit einem XUnit-Pattern einen File raus, und der Jenkins inspiziert dann im Prinzip das File und sieht, oh ja, da war der Test jetzt mit dieser Assertion, dass vier Objekte kommen sollen, gebrochen. Jetzt ist er hier durchgelaufen, sieht man, und wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen auf diese Übersicht, auf dem Dashboard hier, dann sehen wir halt jetzt hier diesen Customer Service Docker Build auch angestoßen. Den können wir uns jetzt mal anschauen, weil der hat jetzt im Prinzip schon wieder das nächste angestoßen. Und zwar macht der hier jetzt den Schritt, dass er aus dem Code, den wir in Git eingecheckt haben und gepusht haben, über die Docker-File-Definition uns ein Docker-Image erzeugt. Auf diese Projektdefinition. Also der holt sich jetzt im Prinzip auch wieder die Bild-Artefakte aus dem vorhergehenden Bild und geht jetzt im Prinzip her und sagt hier auf der Konsole, mit dem Kommando, Docker Build, das ist also dieses Kommando, mit dem ich sage, das wäre quasi so ein, ich baue mein Nuget-Package, das Gegenstück dazu, und sagt dann im Prinzip -T, damit vergebe ich ihm einen Tag und sage, okay, das Tag ist Alex Zeidler, das ist der Owner, der Maintainer, / Customer Service, das ist der Name von meinem Image eigentlich dann. Das kann ich jetzt im Prinzip noch versionieren mit Nummern und so weiter. Sage ich Docker Push in dieses Repository. Und das ist im Prinzip dann, wo er das auf den Docker Hub drauf pusht. Und Docker Hub ist im Prinzip ein ähnliches Geschäftsmodell wie GitHub. Open Source oder Public Images sind kostenlos und für private muss ich halt zahlen. Nachdem das jetzt halt hier so ein Demo-Projekt ist, kann ich hier das einfach reinposten. Damit habe ich hier halt dieses Customer Service Image. Und das hat er jetzt hier hochgepusht und jetzt steht es zur Verfügung. Und was im nächsten Schritt im Jenkins jetzt passiert ist, in dem Image hier habe ich einen Webhook definiert, der folgendes tut. Hier läuft ja auf diesem 8080, ist hier mein Jenkins. Und der bekommt jetzt, wenn das Docker-Image, das ich vorher am Jenkins gebaut habe und vom Jenkins auf den Docker-Hub gepusht wurde, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist von Seiten Docker-Hub, gibt Docker-Hub wieder an meinen GitLab eine Info, an meinen Jenkins eine Info, dass dieser Prozess abgeschlossen ist. Und damit triggert der jetzt den nächsten Prozess an. Und zwar diesen Customer Integration Test. Und der geht jetzt entsprechend her und testet im Prinzip Integrationsszenarien. Und hier hätte ich halt auch im Prinzip wieder ein Gate, wenn halt jetzt mal Integrationstests fehlgeschlagen werden, dann hätte das entsprechend auch wieder abgebrochen. Und dann kommt eigentlich der nächste Schritt, dieses Customer Deployment. Und dieses Customer Deployment, das können wir uns auch mal kurz angucken, in der Konfiguration. Der macht jetzt im Prinzip Folgendes. Es gibt eine Deploy-SH, die in einem Integration Git Repository liegen. Und diese Deploy-SH führt im Prinzip dann ein Kommando wieder aus. Das können wir uns auch hier mal kurz angucken. Die Kit, die alten Container. Und löscht die alten Images. Das ist so ein kleiner Hack gewesen, den könnte ich jetzt eigentlich mittlerweile ausbauen, weil das Problem da wieder behoben ist.
und startet im Prinzip dann die neuen Container und verlinkt die entsprechend wieder miteinander. Und was ich dann im Prinzip habe ist, wenn ich hier jetzt wieder auf die Sample gehe, dauert einen Augenblick, dann hat er mir hier jetzt im Prinzip das in DigitalOcean rein deployed, in die Docker-Container oder in diese VM und in deren Container. Das ist eigentlich so der Rundflug über das Ganze. Was ich jetzt im Prinzip hier unterschlagen habe, ist, dass ich einmal vom Jenkins aus ein Docker Machine Create ausführen muss, damit quasi diese VM von DigitalOcean bei meinem Jenkins bekannt ist. Und da ist zum Beispiel noch so ein Feature, das noch so ein bisschen haltbar ist bei Docker Machine. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, also ich bekomme von Docker Machine nicht irgendwie einen API-Key oder irgendwas wie diese eigene Maschine, dass ich im Prinzip auch sagen könnte, ich könnte das umziehen oder ich könnte von einer anderen Maschine aus, von einem anderen Docker-Client aus, auf diese Maschine zugreifen. Das ist zum Beispiel noch so ein Bar, der momentan so ein bisschen haltbar ist. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt auch meinen Jenkins quasi so der Einzige, der an diese Maschine rankommt, an diese VM. Weil die auch nicht von außen eigentlich nicht anfassbar ist wie eine normale VM. Dann ich kann die eigentlich nur mit dieser Docker-Machine-Instanz quasi anpassen. Das ist immer so der eine Punkt, der nicht schön ist. Und was hier jetzt eigentlich halt so ein bisschen auch fehlt, ist ja dieses Thema Scale-Out. Also habe ich noch zum Beispiel keinen Docker-Swarm oder irgend sowas integriert. Was ich eigentlich auch dann aus dem Jenkins-Prozess heraus ansprechen müsste. Das sind so Themen. Was man hier jetzt auch in dem Sample zum Beispiel sieht, ist, mit dem letzten Kommando, mit diesem Deploy SH, ich starte im Prinzip einmal diesen Customer Service zuerst und dann als zweites diese Customer UI. Und die Customer UI muss ja im Prinzip auf den Host von dem Customer Service zugreifen. Und damit es passiert, braucht er hier diese IP-Adresse und es ist dann nicht die IP-Adresse von dem Container, sondern eigentlich von der Maschine. Das heißt, das muss ich hier halt entsprechend setzen und ich muss den Container verlinken, damit ich gegenseitig auch diese Container quasi ein Netzwerk, damit ich ein Netzwerk zwischen den zwei Containern im Prinzip etabliere. Das mache ich mit diesem Link. Und dieses Link ist halt sehr fehleranfällig da auf der Konsole. Ich bekomme da zwar, wenn ich auf der Konsole arbeite, gibt es ein Bash-Completion, aber es ist relativ tricky und halt auch, wie gesagt, fehleranfällig. Und da gibt es eben dieses Docker Compose, was dann im Prinzip mit dem YAML-File mir die Möglichkeit gibt, das Ganze etwas eleganter zu lösen. Das habe ich in einem anderen Sample drin, und zwar, ich habe das halt einfach mal Sales Fabric getauft. Ist im Prinzip auch eine Node.js-Applikation, aber halt eher das Szenario abgebildet. Ich habe eine Postgres-Datenbank und ich habe eine Applikation, die, also eine API, die auf die Datenbank zugreift. Und da kann ich halt zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt her und sage, also die Struktur ist wieder relativ ähnlich. Ich habe so einen Customer Service, eine Integration und ein Web UI. Und wenn ich jetzt dieses Integration Range wechsle und sage dann zum Beispiel npm test, dann funktioniert es ja schon nicht. Weil ich in Paketen drin bin. Ich kann hier. Dann macht der im Prinzip ja folgendes: Er baut mir hier jetzt lokal die Container. Die beiden Container auch, die basieren auf dem Quellcode. Und dann schlägt es wieder vorne auf immer. Es ist gerade so ein bisschen Work in Progress, dieses ganze Ding, aber sollte eigentlich funktionieren. Ja, beim zweiten Mal geht es meistens nicht. Nee. Ja. Ich will den Test fixen. Moment, ich bin im Zweifel auskommen. Ich habe das umgebaut, deshalb hat es hier nicht funktioniert. Genau. Ich habe jetzt hier im Prinzip ein SH-Skript gemacht, der mir dann im Prinzip die Instanzierung von den Containern übernimmt. Und hier jetzt ist das Linking anders gelöst, das zeige ich gleich. Und dann lässt er im Prinzip, er bootstrappt jetzt eine Postgres-Datenbank, er erzeugt die Datenbank dabei, er schreibt in die Datenbank Testdaten rein. Wenn die Testdaten geschrieben sind, erzeugt er mir entsprechend den Container für die API und lässt dann dagegen im Prinzip einen Test laufen oder einen Test mit via Search laufen, also wenn ich im Prinzip auf die API get API slash customers, dann will ich halt zwei Kunden. Wenn ich auf einen bestimmten Kunden gehe, den ich vorher in die Datenbank reingeschrieben habe, dann soll er mir den Kunden geben. Wenn ich einen neuen Kunden anlege, soll er mir auch den neuen Kunden wieder zurückliefern für die API. Und wenn ich im Prinzip den Kunden von hier oben mit einem neuen Namen überschreibe, dann soll er mir den eben auch zurückgeben. Und wie schaut jetzt hier im Prinzip dieses File aus?
Da gibt es hier einen Docker Compose File. Und was ich im Prinzip vorhin in dem anderen Sample auf der Kommandozeile mit Docker Link gemacht habe, mache ich hier jetzt im Prinzip mit dem konventionsbasierten File. Das heißt, ich definiere hier, es gibt eine Container-Instanz, die heißt db und die hat ein Basis-Image Postgres. Das ist ein offizielles Image von Docker. Ich kann natürlich auch ein eigenes Postgres-Image erzeugen, weil dieses Postgres-Image hat ein paar Eigenheiten, die ich unter Umständen haben möchte. Aber für Testszenarien ist das erstmal okay. Dann definiere ich im Prinzip ein zweites. Ein bisschen zoomen. Ein bisschen größer. Dazu ist es blöd, eigentlich gibt es ein Medium. Präsentation. Und das ist größer einfach. Nee. Das ist groß. Alt-P. Okay, ja, der funktioniert nicht, weil er hier mit dem Screensharing. Genau, das Screensharing macht er hier kaputt. Jetzt geht's. Besser? Ja, ja. So, okay. Ich hoffe, dass ich jetzt hier irgendwie wieder. Ich sehe jetzt hier gerade nichts, okay. Der definiert jetzt im Prinzip hier den zweiten Container, der heißt Customer Service. Der wird gebaut, also ich gebe im Prinzip dieses Docker-Bild, was ich vorhin auf der Kommandozeile gemacht habe, gebe ich ihm hier jetzt im Prinzip an, den Pfad, wo er sein Docker-Image findet. Nachdem ich mich hier in dem Integration-Ordner befinde, gehe ich wieder einen Ordner höher und gehe im Prinzip in diesen Customer Service. Dort befindet sich das Docker-File, das definiert, wie das ganze Ding ausschaut. Also wenn ich jetzt im Prinzip hier sage, ich möchte mal das Docker-File sehen von dem Customer Service, dann sage ich im Prinzip from node, also sprich, ich habe ein Basis. Doch an der Nähe ranrücken. Ja, also kannst du einfach den Editor ein bisschen Schriftgröße gucken? Schriftgroß. Ja, kann ich auch. Es ist immer noch zu klein. Nee, ist schon wunderbar, aber dann sieht man. Alles gut. Ich habe hier jetzt. Das Wahnsinn sind irgendwie kaputt. Moment, ich mach die Schrift da. Genau. Kurz größer. Ich wieder aus dem Zoom-Ding. Moment, ich muss mal kurz raus. Jetzt seht ihr noch was, aber ich nichts mehr. Gut. Ich muss mal kurz die Applikation zu machen. Ich muss nicht touch. Aber vorhin hat es auch funktioniert. Nach einer Weile. Jetzt wieder. Ja, das sind glaube ich schon 20, 15, da ist noch nicht so ausgedacht. Das ganze Zeug. Er ist schon vorhin. Also der läuft sich hier irgendwie an dem Ding da komisch tot oder Settings oben. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, kommt hier. So wäre es besser. Ja. 20. Okay. Genau, also hier wir im Prinzip das Docker-File und mit dem definiere ich hier jetzt from Node. Das heißt, es gibt ein Basis-Image Node.js. Das ist im Prinzip schon mal der Ubuntu-Server-Instanz, die dann ein Node.js installiert hat. Dann sage ich im Prinzip expose 3000. Das heißt, ich gebe den Port 3000 frei und kopiere den Inhalt von dem Ordner, in dem ich mich befinde, sprich, wo mein Quellcode liegt, in den Ordner slash app im Container. Und mein Arbeitsverzeichnis im Container ist slash app. Und dann führe ich eben run cd app, also ich wechsle in das Verzeichnis, mache npm install, das heißt, ich installiere meine Abhängigkeit in den Container an. Und dann führe ich das Kommando aus, node app.js, also sprich, meine Applikation läuft. Wenn ich jetzt wieder in dieses compose zurückgehe, sieht man es hoffentlich noch, okay. Dann baut er mir hier eben jetzt basierend auf den Docker-File, das wir gerade angeguckt haben, ein Image. Und dann führt er das Kommando node-app.js aus und geht her und sagt, ich gebe die Ports 3000 frei. Er mappt jetzt Port 3000 im Container auf den Container auf meinem Host, auf meiner Kiste hier, auf dem Laptop, auf den Port 3000. Das heißt, es könnte jetzt auf dem Host hier mit localhost 3000 auf die API gehen. Und dann mappt er mir im Prinzip noch das Verzeichnis von dem Customer Service, wo mein Node.js-Code drin liegt, auf slash app. Also im Prinzip das, was in dem Docker-File drin steht, baut er hier ein Stück weit nach. Und dann ist eigentlich das Entscheidende, hier kommt jetzt dieses Links und der verlinkt jetzt hier
den Container von dem Customer Service mit dem Container von der Postgres-Datenbank. Das heißt, er baut hier diese Netzwerkverbindung auf. Und damit ich jetzt im Prinzip auf diese Netzwerkverbindung zugreifen kann, habe ich hier in der App.js eine Umgebungsvariable bereitgestellt bekommen, die mit dem Namen von DB hier entsprechend beginnt und dann kommt die Standard-Definition im Prinzip von diesem Postgres-Image, der sagt, ich gebe dir eine Umgebungsvariable rein, die halt heißt underscore port 5432, das ist der Standardport von der Postgres-Datenbank, TCP-Address. Es gibt auch eine andere Umgebungsvariable, wenn ich jetzt die den Postgres-Port auch tatsächlich anders nennen würde, dann hätte ich noch eine andere Umgebungsvariable, wo ich auch an den Port rankomme. Und dann gebe ich halt hier die Datenbank im Prinzip an. Damit kann ich mir jetzt im Prinzip hier diesen Connection-String zur Laufzeit bauen und kann halt dann im Prinzip hier drauf connecten. Und dann kann ich halt da mit diesem Massive-Framework, das ist so ein Convenience-Framework, damit ich mit Postgres und der Node.js schön elegant arbeiten kann, kann ich hier im Prinzip auf die Datenbank zugreifen und mein Customers-Controller, der könnte sich halt im Prinzip dann hier diese Datenbank-Connection ziehen und da wäre halt im Prinzip die API entsprechend implementiert und die geht dann auf diese Datenbank. Und jetzt habe ich halt dann im Prinzip noch so Szenarien, wo ich dann sage, wenn ich jetzt das Zeug tatsächlich nach DigitalOcean wieder hochladen würde oder in Azure, müsste ich mich halt darum kümmern, vielleicht habe ich meine Datenbank bei Heroku irgendwo abgelegt oder sonst irgendwas, da muss ich halt im Prinzip noch ein paar so Themen abfeuern, irgendwelche Cases entsprechend im Jenkins abfeuern und sagen, okay, ich stelle dir jetzt eine andere Datenbank-Connection zur Verfügung oder ähnliches. Das sind halt dann im Prinzip die Ausprägungen, die wir hier noch machen müsste. Ich habe auch hier noch irgendwo ein bisschen... Musst du den Container immer vorher killen, bevor du den neuen machst, oder könntest du erst den neuen machen und dann umswitchen? Das kannst du auch machen. Das wäre im Prinzip dann so ein Green-Blue-Deployment, wo du sagst, im Prinzip, du lässt erstmal das alte noch laufen und dann irgendwann switchst du und dann switchst du deinen Client im Prinzip und der zeigt auch das neue. Ja, weil sonst hast du ja den Gap. Genau, also Größe. Vielleicht mal ganz kurz, dieser dafür müsstest du ja die Ports dynamisch halten. Ja, also vielleicht mal ganz kurz, wie lange dauert so ein Kill und wie lange dauert so ein, der Container läuft neu. Also wenn ich jetzt im Prinzip hier sage, mit Docker, was kommt zuerst, Docker Kill, ja, dann kann ich im Prinzip sagen, kill mal alle Container, die gerade laufen, also sprich Docker ps-a-co. Jetzt sind sie gekillt, alle Container, die gerade liegen, hat er gekillt und wenn ich jetzt im Prinzip wieder sage, ich habe hier dieses Docker Compose, weil das liegt in dem Ordner. Wenn ich jetzt im Prinzip Docker Compose verwenden würde, was ja dieses SH-Skript macht, sage ich Docker Compose ab. Und jetzt laufen sie wieder. Also warum jetzt hier nicht rausgeht, es läuft schon. Ich habe nur vergessen, den als Daemon zu starten. Das heißt, jetzt ist quasi meine Konsole gelockt. Aber ich kann auch das Docker Compose ab minus D machen, dann läuft es als Daemon. Jetzt ist er wieder da. Also das ist im Prinzip die Gap. Du hast gesehen, wie schnell das es geht, den abzuschießen, die Container, und wie schnell sie wieder da waren. Aber er muss es doch von Docker Hub erst holen. Das macht er aber vorher, bevor du killst. Das macht er vorher. Ah. Also du machst im Prinzip einen Docker Pull, und dann erzeugst du den neuen Container, dann schießt den alten ab und dann lässt den neuen laufen und dann hast du im Prinzip ein Gap von... Aber die kann natürlich immer noch viel zu groß sein. Und die Frage ist ja auch, wenn ich gerade User auf der Instanz drauf habe, die fliegen halt unter Umständen raus oder wie auch immer. Also da brauche ich natürlich trotzdem eine Lösung, das nimmt das ganze Ding nicht ab. Und genau, und was du jetzt gemacht hast, du hast vergessen, das Thema zu starten, da hat es auch nichts funktioniert. Das kann schon ein paar Minuten dauern. Docker selbst ist ja super schnell, aber man kann halt Fehler machen. Nice Mann dauern gerade. Ja, aber die Service muss ja doch mal hochkommen. Kein Fehler, oder machst du? Der läuft ja dann schon. Entweder eben. Also wenn der Container läuft, dann ja auch schon. Den JIT-Compiler ist ja auch so eine Weil es kommt auch an, was du drin laufen lässt, das ist natürlich klar. Also, das Thema vom Heider da nimmst, meine App-Domain drauf ist mal eine Stunde, bis sie vorgeglüht hat, ist natürlich doof. Also, die Probleme hast du natürlich trotzdem, da hilft der Docker nicht. Also, Docker hilft da eigentlich nur bei dem Problem, works on my machine und jo, wir deployen deine Maschine. Also, diesen Running Gag im Prinzip, wir deployen deine Maschine, ist eigentlich das Pattern von Docker. Dass du im Prinzip sagst, okay, ich habe eigentlich in dem ersten Bildschirm hier am Jenkins habe ich einen Container erzeugt und dieser Container, wenn der durch alle Gates in der Pipeline im Prinzip durchgekommen ist, dann ist es auch dieser Container, der in die Produktion geht.
Und ich brauche unbedingt. Aber für diese Patterns, meine Applikation muss jetzt switchen oder ich habe irgendwie Downtime oder irgendwas, das hilft dir dann nicht unbedingt. Natürlich, wenn du jetzt im Prinzip sagen würdest, du würdest zum Beispiel mit Docker Swarm einen Cluster ausrollen, dann kannst du das Problem wieder weg, weil du dann im Prinzip sagen kannst, der Cluster ist so intelligent, dass er dir nicht erstmal alle Cluster-Instanten im Prinzip, also alle Nodes abschießt und dann wieder alle hochbringt, sondern der ist dann tatsächlich so intelligent und sagt, okay, ich brauche ja mindestens zwei Instanzen, die laufen, damit ich noch stabil bin. Aber trotzdem hast du ja das Problem, wenn ich jetzt irgendwie Features geändert habe, oder Datenbankschema oder irgendwelche Themen, das nimmt er dann natürlich nicht ab, da musst du dich nach wie vor drum kümmern. Ja, das, du hast ja jetzt auch eine Postgres-Datenbank. Wenn du die jetzt abschießt und neu startest, was passiert mit den Daten? Genau, also das ist ja auch so ein Szenario, wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich, also da bin ich noch mit mir selber nicht einig, ich weiß nicht, ob ich eine Datenbank tatsächlich in den Container reintun würde, weil eigentlich ist es ja so, dass du sagst, du hast jetzt zum Beispiel einen Postgres und eigentlich läuft nur diese Datenbank-Engine im Container, aber du mappst im Prinzip das Datenverzeichnis von Postgres auf den Host raus oder auf einen komplett anderen Store, also ja. Was weiß ich, irgendwo in den S3 rein oder Drop Storage oder irgendwas, so kann dafür ein Provider vorhanden wäre. Das sind alles so Themen, also eigentlich würde ja nur diese Datenbankinstanz in den Container haben, aber nicht deine Daten. Also du würdest zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, du hostest der Nginx als Reverse Proxy für dieses Node.js, was wir hier, weil im Moment ist ja hier dieser Node.js-Host, der eigentlich läuft, eigentlich würdest du ja noch eine Nginx dann in einem eigenen Container davor schalten. Wenn du zum Beispiel sagst, du brauchst Zertifikate für diese Nginx, für SSL und so weiter, dann gibst du auch diese Zertifikate nicht in die Container-Instanz rein, weil du ja im Prinzip dein Zertifikat in dem Image, das ist ja auch schon wieder schräg irgendwo, sondern du würdest eigentlich sagen, du mappst ein Verzeichnis auf deiner VM, wo die Zertifikate drin liegen, in Richtung Nginx und Nginx sieht dann aus dem Container quasi deine Zertifikate, die auf deiner VM liegen. Sowas kann ich ja alles machen, wenn ich das selber wusste oder so, kann ich sowas ja alles machen. Ja. Wie mache ich das denn dann bei Azure oder so? Da kann dass ich da nicht einfach so ein paar Files auf den Host hinlegen kann. Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist zum Beispiel das Problem. Also wie gesagt, wenn du jetzt mit Docker Maschine eine VM provisionierst, dann müsste sich ja jetzt zum Beispiel darum kümmern, dass in irgendeinem Prozess, also wie würdest du das jetzt ohne Docker machen? Wie bekommst du zum Beispiel dein Zertifikat-File auf eine VM, die das Zertifikat benötigt? Das ist ein scheiß Prozess aktuell bei uns auch und der ist mit Liebe von einem Admin zum einem freilaufenden Admin dahin kopiert worden auf die VM mit einem Schlüssel. Das ist ja eigentlich wieder so eine Dependency, wo du sagst, wenn der Admin einen Fehler macht oder nicht da ist, dann geht es ja quasi am Read-Prozess vorbei. Das heißt eigentlich. Ja, nee, der liegt einmal auf der Hostmaschine und bei dem Starten der virtuellen Maschine wird das halt mit reinkopiert. Also aber einmal muss der halt manuell auf die Hostmaschine gelegt werden. Genau, also was du jetzt machen kannst ist, angenommen du nimmst jetzt zum Beispiel DigitalOcean, das geht aber glaube ich auch in Azure, es gibt für solche Ubuntu oder Linux-Instanzen, gibt es ein sogenanntes Cloud-Config-File. Das heißt, damit definierst du eigentlich, das ist quasi wie so ein Chef oder Puppet-Skript mehr oder weniger, wo du sagen kannst, wenn ich eine VM brauche, in der meine Docker-Container laufen, dann kann ich die im Prinzip schon mal so vorprovisionieren, dass die zum Beispiel irgendwie ein Mapping hat, wo ich sage, ich habe in der Cloud irgendwo ein Netzwerkschema, wo meine Zertifikate liegen. Und dann hat die im Prinzip das schon mal dahin gemappt auch wieder. Ja. Und dann würde ich im Prinzip sagen, mein Container geht auch wieder auf dieses Share. Ja. Mhm. Und dann könnte ich das entsprechend machen. Aber es gibt sicher auch, es gibt ja um Docker rum im Prinzip auch so ein Third-Party-Ökosystem mit Mesos und solchen Sachen, die vielleicht auch für solche Sachen schon eine Lösung haben. Also es ist halt ein riesen Ökosystem, wo ich sage, ich bin da auch nicht überall durch, also wer was macht. Aber es gibt auch von verschiedenen Cloud-Anbietern halt, je nachdem, unterschiedliche Ausprägungen an, was sie hier an Infrastruktur für Docker quasi zur Verfügung stellen. Es gibt zum Beispiel auch Tudum. Tudum ist im Prinzip so ein Hoster, der quasi tatsächlich dieses Modell anbietet. Ich hoste dir Container, das heißt, dort hast du im Prinzip den kompletten Workflow eigentlich schon abgebildet. Von ich nehme quasi Dockerfile plus deinen Code und kümmere mich eigentlich für dich komplett um dieses Thema. Ich baue dir deine Container, ich deploy sie und so weiter und quasi so eine schwarz-freie Lösung. Aber wie die zum Beispiel mit dem Thema Zertifikate und so weiter auch mein Zertifikat wahrscheinlich nicht. Ich meine, wäre es ja vielleicht, wenn ich sagen könnte, ich könnte es irgendwie so direkt von irgendjemandem hinbringen. Und die bieten sozusagen auch ein geshared Volume, wo ich dann meine Datenbank ablegen darf? Ich kenne Tudum zu schlecht, um das sagen zu können, aber Service. Aber die Frage ist halt auch wirklich, würde ich eine Datenbank wirklich in den Docker-Container laufen lassen oder würde ich da nicht eher sagen,
ab einer bestimmten Größe möchte ich das vielleicht nicht mehr in Containern laufen. Also ich frage mich halt auch, was ist der Mehrwert von einer Postgres-Datenbank, wenn die in einem Docker-Container läuft im Vergleich? Gut, ich kann sie entsprechend bootstrappen, aber wie gesagt, da sehe ich eigentlich so eher, wenn ich sie in der Cloud laufen lassen würde, dass ich sage, ich habe die eigentlich irgendwo bei einem Dienstleister und bekomme einen Connection-String und das Thema Clustering und was auch immer, erledigt der für mich. Ein Database ist es so. Eigentlich ist es doch so, das, was du in Docker hast, ist das Stateless, oder? Also sozusagen, also alles, was läuft, ist dann sozusagen die Cache, also muss ja sagen, aber in dem Augenblick, wo du das Ding runtermachst und wieder hochmachst, ist egal. Kannst du nur einen Schärfen ausmalen, ne? Das heißt, du kannst noch also der Docker-Container, das Konzept von dem Ding ist eigentlich auch, dass es quasi immutable ist. Ja. Also wenn du quasi eine Veränderung machst, dann veränderst du nicht den Container, sondern du läufst den neuen Container aus. Aber das heißt, wenn der jetzt läuft und ich will eine Datei anlegen in den Container mit der anderen Datei anlegen, die würde ich nicht rausbekommen, wenn der Container jetzt gekillt wird, richtig? Ich müsste dann die vorher irgendwie rauskopieren, bevor ich sie behalten möchte. Du ziehst ja einen Share an, in dem dann deine Daten zum Beispiel. Wenn ich es nicht machen würde, müsstest du es aber rauskopieren. Ja, es ist nicht so wie eine virtuelle Maschine, wenn die runtergefahren ist, dann hat man noch die VHD und kann sie mit Hände breiten. Jede virtuelle Maschine wollen wir immer wieder zum zurückletzten Snapshot zurückgehen. Ja. Kriegst du denn in deinem Prozess irgendwie mit, dass es, dass der Container runterfährt, dass du zur Not irgendwie was hochpushen könntest auf irgendeinen anderen Server oder so? Also du müsstest halt im Prinzip wieder Monitoring oder irgendwas auch machen. Also das musst du natürlich nach wie vor machen. Das ist halt dann das, wo im Prinzip diese wie DigitalOcean oder Azure im Prinzip dann halt auch Dienstleistungen anbieten oder Infrastruktur anbieten können, wo sie sagen, okay, wir haben jetzt hier Monitoring und aber du bist von diesen Aufgaben nicht befreit jetzt im Moment. Also mit dem klassischen Core von Docker bietet ihr dafür keine Lösung. Aber wenn du zum Beispiel Docker Monitoring und solche Sachen eingibst in Google, dann gibt es da auch wieder Lösungen von den etablierten Anbietern eigentlich schon. Ist der Docker, also ist, wenn das Ding läuft, ist es virtualisiert? Oder, also mal wie läuft, also ist dann, wenn ich einen Host habe mit 3 Prozessoren oder 4, sehe ich dann in einem Docker-Container auch 4 Prozessoren? Also, wie ist das? Nein. Also du kannst im Prinzip, wenn du das Docker Swarm verwendest, kannst du zum Beispiel sagen, ich definiere einen Cluster und ich sage, ich habe 3 VMs, also 3 Nodes und die eine hat zum Beispiel 8 GB RAM und die andere hat 4 und die andere hat einen. Dann kann ich im Prinzip meine Container auch mit dem Text versehen und kann zum Beispiel sagen, okay, der braucht 1 GB RAM. Und wenn ich jetzt im Prinzip dann sage, ich roll den Cluster aus, dann geht er her und steckt im Prinzip diesen 1 Gig halt auch in diese 1 Gig VM rein im Prinzip. Also da kümmert er sich drum. Warte mal, also ich habe dort den Docker Container und ja. Den Docker, ich weiß, die Laufzeitumgebung oder nennt der Host. Der so. Host. Also der mir den Container sozusagen instanziert. Ja. So, und das ist doch innen drin, das ist doch im Prinzip ein normales, also der Docker, der Prozess, der in diesem Docker Container läuft, der sieht doch in Linux. Was sieht? In Linux. Ja. Also da sieht ein Betriebssystem. Ja. Ja. So, also da hat er doch, da sind noch Ressourcen in diesem Betriebssystem und ich muss doch jetzt sozusagen von dem Host Ressourcen in dieses Betriebssystem reinklicken. Wenn du PS machst, siehst du dann alle Prozesse? Also in dem Container? Nee, ist isoliert. Ich gehe ganz mal. Wenn man außerhalb PS macht, sieht man alle Prozesse, die in dem Container laufen, oder? Ja. Kann ich das reingebracht? Nee. Also es gibt nur, es läuft, oder? Nee, du siehst die. Du siehst Docker. Du siehst die. Das ist die Container. Innerhalb des Containers sind PS-Nachricht die Prozesse, die im Container laufen. Innerhalb des Containers, ja genau. Ja, also wenn ich jetzt hier, wenn ich hier reingehe, ich kann hier in den laufenden Container kann ich reingehen, dass ich quasi die Interactive Shell habe. Und jetzt bin ich im Prinzip hier auf dem Container direkt drauf. Und bin jetzt hier in dem App-Ordner, den wir vorhin definiert haben. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, was sehe ich hier eigentlich, wenn ich jetzt Plattengröße angebe, 1,3 GB, das ist, wenn ich jetzt hier ein weiteres Terminal aufmache und auf dem Host bin, 1,3 GB. Das heißt, ich habe erstmal die volle... Also es läuft nur ein Kernel, oder? Ja, genau. Es ist ja, nee, so es ist, das habe ich ja vorhin gesagt, es ist nicht so es ist ein Prozessisolierung auf der Kernel-Ebene. Also was dort genau, also das heißt, die Ressourcen sind vorhanden, es ist nur, der Prozess kommt nicht zum Anwendung. Der Prozess ist isoliert. Ja. Also die Dinge, die im Linux-Kernel schon seit ewigen Zeiten drin sind, hat Docker eigentlich nur benutzbar gemacht. Das heißt, alle teilen sich die Hardware.
Einstellung. Genau, aber da sehe ich auch mein Docker-Prozess, also mein Prozess, der im Docker-Container läuft, der sieht dann auch vier Prozessoren. Ja. Wenn meine Maschine vier Prozessoren hat. Genau. Also der hat dann im Prinzip auch diesen Fight um Ressourcen im Prinzip dann. Kannst du die einzelnen Container in der Größe beschränken, dass die also nicht deinen gesamten Rahmen voll machen können? Das geht sicher, aber ich weiß nicht. Also der Dings da zum Beispiel, dieser Docker Swarm, der kann das ja, aber der setzt ja im Prinzip auf das normale Docker auf. Also sind, wenn wir hier jetzt sagen, wir können hier einen Container run, ich bin im Container, Docker run. Da kann ich hier zum Beispiel speichern und solche Sachen definieren. Also ich kann ihn implementieren. Oder zum Beispiel auch dieses U-Limits ist ja so ein Klassiker, wenn ich Node.js mache unter Linux. Und ich lade im Prinzip so auf dem, also wenn ich fs.async irgendwas mache, dann macht ja die Operation quasi so lang, bis dieses File-Limit hier ansteckt und dann fliegst du halt raus aus deiner Applikation. Und hier kannst du im Prinzip zum Beispiel so das U-Limit hochsetzen. Also wenn du zum Beispiel einen Blog betreibst mit, Wintersmith zum Beispiel, wenn du dann dein Blog die statischen Files generieren lässt, dann greift er sich halt im Prinzip so viele File-Handles, wie er kriegen kann. Und das fliegt halt unter Umständen um die Ohren, da musst du halt das Limit hochsetzen und so. Das kannst du zum Beispiel machen. Also kannst du hier schon entsprechend noch ein bisschen massieren den Container. Immer hochdauern mit CPU. Bitte? Immer ein Stück hochdauern. Ja. Hier, CPU oder das ganze Zeug. Das ist im Prinzip dann, was dieser Docker Swarm im Prinzip auch orchestriert und instrumentiert dann entsprechend und das halt entsprechend aufteilen. Und bei Swarm hast du dann halt zum Beispiel auch so Sachen, dass du verschiedene Pattern für diese Verteilung verwenden kannst. Dass du sagst, ich will zum Beispiel den Datenbankcontainer möglichst nah bei dem API-Container haben oder einen bestimmten Datenbankcontainer ziemlich nah bei einer bestimmten API, also so eine Affinity Group und solche Sachen, kannst du dann definieren. Ich brauche explizit Docker-Hub dazu, dass es funktioniert, oder kann ich das auch self-hosted machen? Es gibt seit ein paar Tagen in Azure eine sogenannte Docker Trusted Registry, die du dir im Azure Marketplace als VM-Template auswählen kannst und dann kannst du in Azure deine eigene Docker Registry laufen lassen. Es gibt auch eine Docker Registry, die im Container zur Verfügung gestellt wird, aber die hat einen Versionsstand, der verschieden ist zu der API, die momentan auf Docker Hub eingesetzt wird. Also es ist nicht ganz konsistent irgendwie. Es gibt da ziemliche Probleme momentan. Aber diese Azure Trusted Registry, die ist tatsächlich scheinbar up to date. Es gibt Memory und andere Constraints. Das ist das, was wir hier gerade gesehen haben. Jo. Also wie gesagt, das ist halt momentan alles noch sehr dynamisch. Also Docker selber ist jetzt so in der Version 1.7, glaube ich, draußen. Also die sind schon production ready in bestimmten Szenarien. Aber zumindest halt das Thema lokal irgendwie mal so Testszenarien aufbauen, das ist halt sehr elegant. Also wenn du jetzt zum Beispiel ASP.NET VNext machst oder Node.js oder Java, das ist halt schon relativ interessant, mal so ein Integrationsszenario kurz hochziehen zu können. Ja, das ist natürlich schon sehr viel schicker als eine virtuelle Maschine. Ja. Okay, aber du sagst, das haben wir produktionsfertig. Ja, Produktion muss halt jeder für sich selber abschätzen. Also wie bereit bin ich im Prinzip zu gehen, da irgendwo in einem Shared-Szenario bei einem Hoster irgendwas? Wenn du jetzt wieder sagst, du gehst zu Hetzen und du hast einen alten Server, also einen Root-Server, musst du halt für dich selber im Prinzip. Nutzt du es produktiv? Ich bin da momentan noch so ein bisschen zweigespalten. Also es kommt aufs Szenario drauf an. Wenn ich jetzt im Prinzip sage, ich habe irgendwie so eine Geschichte, wo ich sage, ich habe vielleicht eine Applikation gebaut, die rolle ich on-premise aus, die ist ein bisschen komplexer von der Composition her und so weiter. Könnte ich mir das durchaus schon vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich es in die Cloud packen würde. Also hängt vielleicht auch ab, in welche Cloud ich es packen würde wieder. Aber auf dem eigenen Server dann unter Umständen schon. Also dass ich im Prinzip halt wirklich eine VM bei dem Host habe. Oder bei dem Ding. Und vielleicht die haben eine eigene Sicherheit. Ja. Hier, du willst nicht eine Docker
Cloud schicken. Aber wenn du jetzt irgendwo selber die Docker-Host-Infrastruktur hast in der VM, dann bist du ja sozusagen, gehst du davon aus, dass deine VM in Ordnung ist. Ja. Und natürlich kann das ein Docker in einen anderen Docker reinbrechen. Ja. Aber das ist, glaube ich, meine VM, glaube ich. Aber das sind deine Dockers. Genau. Ja, du willst nicht Docker von meinem Docker und deinem Docker genau. Vom gleichen. Genau. Auch deine würde ich bei mir laufen. Gleichen dein Docker würde ich bei mir laufen. Nee, das ist zu groß. Du schau auf, bei dir hat große Daten. Ja, ja. Ich würde sagen, das wäre furchtbar bei deinen Daten. Aber ich denke, da ist halt auch, also das ist halt essentiell eigentlich dieses Docker-Maschine und dieses Docker-Swarm, dass ich das dann einfach einsetze. Und da brauche ich ja dann auch die Unterstützung vom Cloud-Provider, dass der mir im Prinzip was hinstellt, weil wenn ich im Prinzip sage, okay, ich habe zwar dieses coole Feature von einem Docker-Container, aber ich brauche jetzt im Prinzip nur so auf Knopfdruck Scale-Out und dann gehen meine VMs im Prinzip das Thema nicht mit, dann nützt mir das Ganze ja nichts. Also da brauche ich halt einfach dann einen Provider. Also wenn ich jetzt wieder das Thema nehme, ich nehme einen Händler, Root-Server, da funktioniert das Ganze nicht, weil ich kann im Prinzip zwar sagen, ich bekomme innerhalb von vielleicht einer Stunde einen Händler-Server, aber nicht innerhalb von Minuten oder Sekunden. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel so mit Docker Machine Create so eine Instanz bei DigitalOcean erzeugen lasse, dann habe ich irgendwie so eine Laufzeit von 20 bis 30 Sekunden, dann steht mir die VM zur Verfügung. Das ist, denke ich, so hinnehmbar, um Lastspitzen dann auch noch unter Umständen abfangen zu können, aber alles, was darüber rausgeht, ist eigentlich inakzeptabel. Je nach Szenario. Gut, Dankeschön. Danke. Alex, außer, dazu machst du es doch noch halten. Alex, jetzt machst du doch das Dockerfile nochmal gehen. Das Dockerfile, das wurde auch uns. Kannst du mal reingehen? Kann man reingehen? Ja, das Dockerfile, ja. Gut. Ja. Das ist ein Docking Directory festgelegt, danach hast du mal reingewechselt. Ich brauche einen Dockfile, ja. Nee, als hinkopiert und ein Working Directory. Nee, überhaupt die App. Dann reicht ja eigentlich ein Sound, oder? Ist vielleicht, ja. Okay, passt doch. Ja, gut. Das war ein paar Chancen. Achso, wir können ein bisschen schneller sein. Ja, das für den Grund. Ja. Passt. Aber nur das Bedacht ist ja vielleicht jeden Grund, dass es gemacht hast, aber passt. Gut. Ja. Es ist halt noch nicht ganz so weit, wie es sein könnte, aber. Ich passe nur drauf, stehen Stadtbecher. Ich warte nur drauf, stehen Stadtbecher auf jeden Fall. Kann man dann alles so, also ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, ob das jetzt für alles positioniert, wenn ich da einen Web-API-Server reinbauen, alles? Alles aus Linux, was ich aus dem Linux läuft. Ja. Also über Mono dann oder so? Okay. Geht sogar, was ich mal gemacht habe, ich habe Eclipse, die installieren wollte auf meinem System, ich habe Ubuntu. Und da habe ich dann quasi Eclipse in einem Docker-Container gehostet, also aufgebracht und dann über den X-Window-Manager. Quasi remote drauf, ja. Also quasi die Instanz, die da läuft, und dann hat mein X-Window-System hat mir ins Fenster angezeigt, dass aber im Container läuft. Der Container an sich wäre keine grafische Oberfläche. Ja, funktioniert. Also, ja, Container runtergefahren, meine Daten waren dann in einem Folder, der als Volume gemountet war. Also, es gibt Mitarbeiterin bei Docker, die im Prinzip sämtliche Applikationen in Containern laufen hat. Also, zum Beispiel Skype läuft bei denen im Container. Ja.